Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Begriff Schwarmintelligenz stammt ursprünglich aus der Biologie. Dort wird er verwendet, wenn viele Individuen zusammenwirken, um ein komplexes und wohl koordiniert erscheinendes Verhaltensmuster zu erzeugen, ohne dass es dazu einer zentralen Koordinationsinstanz bedarf. Häufig genannte Beispiele für ein derartig geordnetes Verhalten sind Insektenstaaten, Vogelschwärme oder Fischschwärme. Eine bekannte Parallele dazu im Rahmen menschlichen Verhaltens ist die Erzeugung einer Laola-Welle im Fußballstadion, für die es vollständig genügt, dass jedes Individuum sich ausschließlich an den Bewegungen seiner unmittelbaren Nachbarn orientiert. Überlegene Problemlösungsfähigkeit wird menschlichen Schwärmen insbesondere bei Aufgaben zugerechnet, bei denen es um das Zusammentragen von Informationen geht, wie zum Beispiel bei der Entdeckung von plagiierten Teilen in Dissertationen von Prominenten durch die Recherchen einer Vielzahl von Beiträgern im Internet oder bei der Herstellung des Internetlexikons Wikipedia. Experimente, die vor dem Hintergrund des Begriffs der Schwarmintelligenz untersuchten, wie die Problemlösungsfähigkeit von Gruppen von Laien im Verhältnis zu der einzelner Experten zu beurteilen ist, haben zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Berichte über die Überlegenheit der Urteile von Laiengruppen stehen hier Ergebnissen gegenüber, die einen Prozess der gruppeninternen Angleichung der Urteile und eine dadurch bedingte Verschlechterung ihrer Qualität beobachten. Ob Gruppen zu besseren Problemlösungen kommen als Einzelindividuen und Experten, ist also nicht mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten. Beides ist möglich. Zu fragen ist deshalb, von welchen Bedingungen es abhängt, dass Gruppen bzw. Schwärme effektiver oder weniger effektiv als kompetente Einzelne agieren. Ein relevanter Faktor ist dafür etwa eine große Variationsbreite des Wissens der verschiedenen Teilnehmer, die innovative Problemlösungen durch Kombination unterschiedlicher Wissenselemente ermöglichen soll. Bereits leichte Veränderungen der Randbedingungen können jedoch genügen, um hier einen gegenteiligen Effekt zu erzeugen. Unterschiede des Wissens lösen dann unter Umständen Verständigungsprobleme, Konflikte und Fraktionsbildung aus. Dies kann wiederum zu Lagerdenken mit je internen Angleichungszwang führen und so die Problemlösungsfähigkeit von Gruppen im Vergleich mit den Fähigkeiten einzelner Experten gravierend beeinträchtigen. An die Stelle von Schwarmintelligenz tritt dann die Schwarmdummheit, für die Begriffe wie Groupthink oder Herdenverhalten bereitstehen. Die Entstehung von Spekulationsblasen an Märkten etwa wird teilweise auf ein derartiges irrationales Herdenverhalten zurückgeführt. Führt man sich diese uneindeutige Situation vor Augen, dann überrascht es nicht, dass die moderne Gesellschaft in zentralen Handlungsfeldern nicht alternativ entweder auf dezentrale Schwarmintelligenz oder auf Hierarchie und Expertentum, sondern oft auf deren Kombination setzt. Beispiele dafür sind die Nutzung demokratischer Wahlen als Einrichtung zur Besetzung hierarchisch organisierter staatlicher Ämter in der Politik oder von Märkten und hierarchisch gegliederten Organisationen in der Ökonomie. Mein Fazit lautet also: Schwärme sind weder immer intelligent noch ein neues Phänomen. Die Popularität, die der Begriff der Schwarmintelligenz gleichwohl erlangt hat, gründet vermutlich vor allem darin, dass er es sich in besonderem Maße als Instrument der Kritik an politischer Herrschaft, an Hierarchien in Organisationen sowie an den Herrschaftsansprüchen von Experten jeglicher Art eignet. Seine besondere Attraktivität rührt meines Erachtens daher, dass er den vielen, die weder Spitzenpositionen in Organisationen einnehmen, noch einflussreiche Experten sind, die dafür aber intensiven Gebrauch von den Kommunikationsmöglichkeiten des Internet machen und hier die Rolle von Aktivisten übernehmen, den Platz der eigentlich Überlegenen gegenüber den etablierten Eliten zuweist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus